Und bei uns im Studio ist jetzt Tyson Barker. Er ist Experte für US-Außenpolitik und auch bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Herzlich willkommen. Sie haben sich ja die ganze Rede angeschaut des US-Präsidenten. Die Ausschnitte, die wir jetzt gesehen haben, da wirkt er sehr kämpferisch, sehr entschlossen. Ist das auch Ihr Fazit? Ja, es war sehr entschlossen und kämpferisch. Es war auch außenpolitisch getrieben. Ne? Und er hat immer wieder betont, innerhalb Inland, sowohl Inland als auch in der demokratischen Gemeinschaft, diese Idee von Einheitlichkeit, diese Einheitsagenda. Und man hat das auch im Raum gesehen. Also die ukrainische Fahne hat man überall gesehen. Die Tatsache, dass mit der Botschafterin da vor Ort, genauso wie hier in Deutschland bei der Schulz-Rede, also sie aufgestanden ist, dass sie so einen Beifall bekommen hat von beiden Seiten. Und jedes Mal, wenn er als er über Russland geredet hat, die Entschlossenheit in der NATO, die Sanktionen, die Kosten, hat der Beifall von beiden Seiten beide Parteien bekommen. In dem Moment aber, wo es ums Innenpolitische geht, sind die Gräben natürlich wieder offen und sie sind dann auch sehr, sehr offensichtlich in den USA. Wie viel Kraft hat Biden im Moment für diese unglaubliche außenpolitische Krise angesichts der Probleme, die er innenpolitisch hat? Ja, also man muss es schon sagen, also wie gesagt, normalerweise bei so einer Rede, man fängt mit der Innenpolitik an. Inflation ist eine Dauersorge in der USA zurzeit. Ich glaube, er wird es versuchen zu nutzen und auszunutzen, zu sagen, diese Entschlossenheit, die wir haben in Europa, wollen wir auch im Inland bringen. Und das, deswegen hat er am Ende seiner Rede dieses Einheitsagenda ins Spiel gebracht. Er hat über Krebsheilung gesprochen, also Forschung und Entwicklung im Krebsbereich. Der hat über Opioidkämpfung gesprochen. Der hat über Kinder in sozialen Medien gesprochen und anderen Themen, wo beiden Seiten, Republikaner und Demokraten, einig sind. Und dadurch versucht er wirklich, diese Kohäsion, diese Einigkeit in der Gesellschaft wieder zusammenzunähen. Allerdings war es ja schon unter Barack Obama so, dass eigentlich USA sich mehr auf China konzentriert hat als den neuen großen Rivalen und ein bisschen Europa eigentlich aus dem Blick verloren hat. Die sollten sich mal eher selbst um ihre Probleme kümmern, auch das Problem Russland, was ja Europa deutlich näher liegt als den USA. Hat sich das jetzt tatsächlich auch in den USA geändert mit diesem Angriffskrieg auf die Ukraine? Kurzfristig ja, mittel- bis langfristig ist es schon unentschlossen oder unentschieden. Also man kann sagen, dass die chronische Herausforderung ist nach wie vor China. Aber die akute Herausforderung in diesem Moment ist Russland und die transatlantische Front, also nicht indopazifisch, sondern transatlantisch. Aber trotzdem mittelfristig natürlich wollen sie eher mehr auf China und Asien konzentrieren. Da ist das Militär schon dabei, ein bisschen auszubalancieren. Viel mehr Ressourcen werden dazu gewidmet. Also Europa, dass Europa mehr eine Rolle in diesem Kampf sowohl geoökonomisch, was sie schon macht, als auch militärisch aufnimmt, wie wir gesehen haben bei der Schulz-Rede, ist sehr wünschenswert in Washington. Er hat auch gesagt, der Luftraum für russische Flugzeuge wird gesperrt. Wir hören vom US-Flugzeugbauer Boeing auch keine Wartung mehr, nichts mehr, was mit russischen Flugzeugen zu tun hat von unserer Seite. Darüber hinaus, was könnte noch kommen? Also es gibt ein paar Sachen, die immer noch kommen könnten. Er hat angekündigt, dass man sehr entschlossener gegen die Oligarchen gehen wird. Also die Machtstruktur, das Putin-System ist gebaut auf diese Oligarchen und ihre Familien. Die haben schon damit angefangen, Individuen zu sanktionieren und auch ihre Kinder. Das wird weitergehen und fleckendeckender werden. Und auch wie besprochen ist Öl- und Gasindustrie etwas, was immer noch nicht sanktioniert wurde. Also ich glaube, man ist schon jetzt in diesem Moment dazu resilient, im globalen Energiemarkt einzubauen. Das hat er auch angekündigt, dass 60 Millionen Barrelen von Öl fließen lassen würden aus der globalen Reserven, 30 Millionen nur aus den USA. Und damit versucht man wirklich, dieses Energie als Waffe ein bisschen zu entschärfen. Sagt der US-Außenexperte Tyson Barker. Dankeschön für das Gespräch. Vielen Dank.